Heute für euch 5 Gründe, vegan zu leben. Los geht's! Nummer 5. Die Massentierhaltung. Was wir als Konsumenten oft verdrängen, ist, dass Tiere wie Kühe, Schweine oder auch Fische echte Lebewesen sind. Wie jedes Lebewesen verspüren auch sie Schmerz, Trauer und freuen sich nicht so wirklich darauf, geschlachtet zu werden. Wobei die Schlachtung vermutlich noch der harmloseste Teil ist. In der Massentierhaltung werden Tausende von Tieren auf kleinstem Raum gehalten. Unvorstellbar, dass sich bis zu 26 Legehennen einen einzigen Quadratmeter teilen müssen. Sie werden oft in engen Käfigen gehalten, sodass der Maschendraht der Käfige ihre Haut und Federn aufrupft und die Tiere anfangen, sich gegenseitig zu töten. Um das zu verhindern, wird ihnen schon als Küken ohne Betäubung der Schnabel abgeschnitten. Nach circa 1 bis 2 Jahren schaffen es die Hühner nicht mehr so schnell, neue Eier zu legen. Das ist der Zeitpunkt, an dem man sie schlachtet. Zum Vergleich, die natürliche Lebenserwartung einer Henne beträgt zwischen 15 und 20 Jahren. Hier die Nummer 4. Das sogenannte Kükensexen. In der Eierproduktion ist es gang und gäbe, dass die Weibchen von den Männern getrennt werden. Gut, erst einmal nicht weiter schlimm, bis man hört, was mit den Männchen passiert. Die sind nämlich ähnlich wie die männlichen Kälber in der Milchindustrie nur ein Nebenprodukt, das man nicht weiter gebrauchen kann. Für die Fleischproduktion gibt es bereits spezielle Züchtungen, die mehr Masse als die Küken der Eierproduktion anlegen. Die männlichen Küken werden deshalb ohne jeden Skrupel vergast oder zerschreddert. Jährlich werden in Deutschland über 45 Millionen männliche Küken getötet, nur weil sie keine Eier legen können. Hier die Nummer 3 für euch, Welthunger. Alle 6 Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung. Dabei gibt es auf unserem Planeten eigentlich genug Essen für alle. Aber warum schaffen wir es nicht, den Welthunger auszulöschen? Ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei unser Fleischkonsum. Um ein Kilo an Fleisch zu produzieren, benötigt man ca. 16 Kilo an Getreide. Dort, wo die Menschen hungern, werden oft riesige Mengen an Getreide produziert. Aber anstatt die Menschen davon zu ernähren, wird das Getreide zu uns exportiert, damit wir genüsslich unser Koberind essen können. Natürlich wären durch eine vegane Lebensweise nicht gleich alle unsere Probleme gelöst, aber es ist ein wichtiger Schritt, um das Leben auf der Erde gerechter zu gestalten. Nummer 2. Umweltschutz. Wir sehen immer nur das Endprodukt. Für uns kommt das Fleisch nicht von der Kuh, sondern vom Kühlschrank. Dabei steckt hinter der Produktion oft eine einzige Zerstörung unserer Umwelt. Ein Beispiel: Um einen Burger herzustellen, muss man ca. 4 bis 5 Quadratmeter Regenwald in Ackerland umwandeln, welches in weniger als 36 Monaten zur Wüste wird. Außerdem ist die Massentierhaltung für 18% aller Treibhausgase verantwortlich. Das sind mehr Treibhausgase als die von allen Autos und Flugzeugen zusammen. Und schon sind wir bei der Nummer 1, deine Gesundheit. Fleisch, Eier und Milchprodukte können erhebliche Folgen für deine Gesundheit haben. Sie sind reich an Cholesterin und gesättigten Fettsäuren. Diese Stoffe können deine Arterien verstopfen, was oft zum Herzinfarkt führt. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sich vegan ernähren, ihr Risiko um 30% verringern, von solchen Krankheiten betroffen zu werden. Viele reden außerdem immer noch davon, dass Veganer nicht genügend Nährstoffe und vor allem Proteine zu sich nehmen können. Aktuelle Spitzensportler beweisen das Gegenteil. So ernährt sich zum Beispiel der erfolgreiche Martial-Arts-Kämpfer Mac Danzig oder der offiziell stärkste Mann Deutschlands, Patrick Babumian, komplett vegan. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es jetzt noch teilen. Außerdem würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Vielen Dank, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.